So, nach nunmehr einem knappen halben Jahr möchte ich mal ein kleines Fazit oder Feedback geben, was mit meiner Brixton so, wie ich die so erlebt habe und wie ich das so empfinde und ob ich das gut finde oder schlecht finde. Ja, also, ich habe mir einen kleinen Spickzettel gemacht, wo habe ich den hingelegt? Ah ja. So, ein paar Sachen, die ich so ansprechen wollen würde. Und zwar, ich bin jetzt gute 3.500 Kilometer mit dem Motorrad gefahren. Also ich fahre damit fast jeden Tag zur Arbeit. Das sind immer so gute 50 Kilometer. Bei jedem Wetter eigentlich, das kann sie ab. Ja, und jetzt würde ich mal gerne auf die Sachen eingehen, die mir so aufgefallen sind. Und da würde ich als erstes mal ein bisschen auf die Oberflächen gehen. Das Motorrad ist jetzt nicht geputzt. Sämtliche Flächen sind, ich sag mal, außer Tank, Lack und die Seitendeckel sind nicht so richtig UV-beständig, aber die altern so ein bisschen gleichmäßig. Von daher nenne ich es mal schöne Patina. Und selbst die Schutzbleche, die sind ja aus Metall, was ich extrem gut finde. Heutzutage kaum noch zu finden. Das sieht alles irgendwie ganz gut aus, ne? Und robust und stabil. Ja, das sind dann so, Rost hält sich eigentlich in Grenzen. Ich habe so ein paar Stellen entdeckt. Also wir nehmen jetzt erstmal den Auspuff, der kommt noch später. Aber so Korrosion, Speichen, Rosten so ein bisschen, ja, obwohl ich eigentlich zwar im Regen auch fahre, aber das Ding steht eigentlich immer trocken und wird auch regelmäßig geputzt. Nun ist er nicht geputzt, aber das geht eigentlich. Das finde ich ganz gut. Bei dem Auspuff, diesen Druckverband, der da serienmäßig dran ist, den habe ich jetzt vor ungefähr 1000 Kilometern mal entfernt. Würde ich auch jedem empfehlen. Darunter sieht es dann wirklich braun aus. Und ich habe das jetzt einfach mit so einer, dieser hitzebeständigen schwarzen Farbe lackiert. Aber wie man sieht, das muss man relativ regelmäßig machen. Nicht so ein Problem, weil mit drei Schrauben ist der komplette Auspuff erstmal ab, ne? Und dann kann man das ganz entspannt lackieren und wieder anschrauben. Außerdem hat man dann immer im Blick die alte Krankheit, dass sich die Krümmerschrauben lösen. Ja, ist soweit auch in Ordnung. Dann zur Technik so ein bisschen, die Federung und Dämpfung, also die Telegabel und die Federbeine. Ich würde es nicht als Dämpfung bezeichnen, die Federn halt nur. Was natürlich auch ein Vorteil ist, man federt nicht über die Bandscheibe, aber dämpfen und in holprigen Straßen sollte man in der Kurve schon ein bisschen aufpassen. Also, aber durchaus okay. Also gerade in der Preisklasse würde ich da jetzt überhaupt nicht meckern. Ja, was haben wir noch? Der Sound. Der Sound ist natürlich nach wie vor der absolute Hammer. Machen wir mal an, das gute Stück. Also ich finde das geil. Das ist nicht zu laut, aber hört sich wirklich einfach geil an. Auch mit diese Venturi-Rohrspiele, auf sowas lasse ich mich ja überhaupt nicht ein. Passt, passt. Positiv also. Verbrauch, ich habe jetzt ungefähr 2,2 Liter verbraucht auf 100 Kilometer. Also das bricht eigentlich alle Rekorde aus meiner Sicht, ne? Für ein eigentlich vollwertiges Motorrad. Hochwertig will ich jetzt mal nicht sagen, aber passt also auch. Dann, was haben wir noch? Wartungsfreundlichkeit. Also Ölwechsel, da werde ich demnächst noch mal ein Video machen. Dauert 10 Minuten oder eine Viertelstunde oder wie auch immer, ist überhaupt kein Aufwand. Werde ich aber auf jeden Fall noch mal filmen. Wissen wahrscheinlich die allermeisten, wie es so einfach geht, aber vielleicht wissen ja auch manche das nicht so richtig und deswegen mache ich noch mal ein Video. Das Gleiche passiert jetzt in den nächsten Wochen, werde ich
mal die Ventile einstellen. Dazu muss man natürlich den Tank abbauen und die Sitzbank alles so ein bisschen freilegen. Und wie man das dann macht, das werde ich dann auch filmen. Und ja, das ist also sehr wartungsfreundlich, muss ich sagen. Dann Mängel. Welche Mängel hatte ich? Ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich hatte mit diesem Motorrad gar keinen Mangel. Null. Gar nichts. Das macht einfach, was es soll. Von daher, ich weiß von anderen YouTubern auch oder aus irgendwelchen Foren, dass das nicht immer so ist. Ich habe irgendwie Glück und das Motorrad funktioniert einfach. Es hat keinen Mangel. Null. Kein Funktionsmangel, will ich mal sagen. Wie gesagt, über die Oberflächen, das ist eine Ansichtssache. Der eine sieht so, der andere so, aber es funktioniert einfach. Ich mache das Ding morgens um 5 Uhr an und bin um 16 Uhr wieder zu Hause und alles ist gut. Ja, was haben wir noch auf dem Plan? Zu den Reifen. Die Reifen sind von Kenda. Kenda kenne ich zumindest eigentlich nur aus dem Fahrradbereich. Ich muss dazu sagen, die sehen schön aus, sind ja diese Stollenreifen bei der Felsberg. Und im Trockenen durchaus auch in Kurven irgendwie brauchbar. Man darf natürlich nicht erwarten, dass man hier der Kurvenräuber wird, ne? Da fehlt auch ein bisschen Leistung und Drehmoment natürlich. Aber durchaus brauchbar. Im Nassen doch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Also da. Das ist schon ein bisschen rutschig, ist halt kein idealer Straßenreifen. Ne? Aber man kann sich dran gewöhnen und einfach vorsichtig fahren. Ne? Das macht man ja damit eh. Ne? Mit 11 PS reißt ja eh nichts vom Zaum hier. Jo. Mein Fazit zu dem ganzen Motorrad ist, nach jetzt nunmehr einem guten halben Jahr, ich würde es wieder kaufen. Trotz der vielen Kritiken im Internet auch. Ich würde es einfach wieder kaufen. Also es funktioniert. Funktioniert, es sieht hübsch aus, klingt gut, fährt gut. Ja, das ist mein Fazit dazu. Zerbi, was sagst du dazu? Dicker. Ne? Das ist mein Höllenhund. Das ist mein Bester, wa? Dicker? Ein Glotzermarin hier. Nee, wie gesagt, kann man nicht meckern. Ich finde es toll, Preis-Leistung. Ne? Ich meine, neu kosten die 3.500 Euro mit ABS. ABS funktioniert auch, wenn es nass ist. Da kommst du mit den Reifen regelmäßig in den Regelbereich. Also, ja. So viel dazu. Wenn euch das gefallen hat, hilfreich war und ihr vielleicht demnächst noch irgendwelche Wartungsvideos sehen wollt, dann einfach mal abonnieren und vielleicht einen Daumen nach oben und auch einen Kommentar. Da würde ich mich auch sehr freuen. Gut, das war's. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Bis demnächst.